wer mir jetzt immer noch nicht glaubt, dass die Magie der Komplimente wirklich existiert, dem möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Eines Tages fuhr ich mal wieder mit dem Intercity von Krakau nach Warschau. Die Fahrt dauert 2 Stunden 45 Minuten. Ich saß wie immer im Speisewagen, war's. Mein Lieblingsaufenthalt in polnischen Zügen. Ich kenne inzwischen schon alle Speisewagenschaffner mit Namen. Und wenn ich reinkomme in den Speisewagen, dann bestelle ich immer Spiegelei. Ja, Sie kapieren das nicht, weil Sie anscheinend nicht so oft Zug fahren. In den Zügen der Europäischen Union ist Spiegelei verboten wegen Salmonellen. Man darf nur Rühreier servieren. Aber wir sind ja in Polen, Brüssel ist weit. Wenn Sie in einen polnischen Speisewagen reinkommen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne 2x Rührei, kriegen Sie 2 Spiegeleier. Ja, das ist so die kleine Alltagsanarchie, die mir gefällt. Und da saß ich mal wieder im Speisewagen, aß mein Spiegelei. Es war Winter, im Speisewagen war es kalt. Es war so kalt, dass über den Teetassen der Rauch aufstieg. Warum? Weil die Heizung kaputt war im Speisewagen. Bisschen unangenehm. Neben mir saßen da 2 ältere Damen, 2 Polen, die haben sich wahnsinnig aufgeregt. Ja? Das war wieder dieser Masochismus, von dem ich Ihnen erzählt habe. Also unglaublich. Die eine, es ist doch wieder unverschämt, mitten im Winter. Ja, sagt sie, wundert dich das? Wo sind wir denn? Ja, in Polen, genau. Wäre das in Frankreich möglich? Niemals. In England? Niemals. Guck mal, da sitzt doch dieser Schauspieler aus der Serie. Komm, den rufen wir mal. Hallo, hallo, Herr Steffek, kommen Sie mal her. Herr Steffek, wo ist eigentlich Ihr Bruder? Ich sage in der Hundehütte. Herr Steffek, haben Sie schon bemerkt, Heizung ist kaputt? Ja, ist mir aufgefallen. Herr Steffek, wäre das bei Ihnen in Deutschland, in diesen Zügen da, diesen ICGs oder was, wäre das möglich? Ist das überhaupt denkbar in Deutschland, hätte ich fast wie bei Janek gesagt, Deutschen Reich? Nein. Und da habe ich gesagt, nein. Also das ist völlig undenkbar. Das können Sie, also das kennen Sie ja, ne? Man ist im Ausland, man ist ein bisschen, fühlt sich direkt als Botschafter. Ist also undenkbar, unsere Züge, da ist alles perfekt. Da meinte die, ja, Herr Steffek, wenn gleich der Schaffner kommt, Sie sind hier der Mann, Sie müssen sich beschweren in unserem Namen mit. Ja, das ist auch schön in Polen, da ist man manchmal noch der Mann. Der Schaffner kam, ne? Und die beiden Frauen, yes! Und ich, das muss ich Ihnen ganz kurz vormachen, das habe ich auch in Polen gelernt, schimpfen. Ja? Das kann man ja auch nicht so richtig, man ist ja viel zu nett. Also ein richtiger polnischer Mann, der kann schimpfen. Pani konduktorze, to śmiecie, jak mnie nas traktujecie. Dla was jesteśmy bydłem. Wie pan co to dla mnie znaczy? PKP, płacz konduktorowi pojazd, pierdolę. Also in Deutschland hätte ich eine Anzeige am Hals. In Polen passiert da gar nichts, weil der Schaffner hat das jeden Tag 10-mal. Der hat schon so eine dicke Haut. Der guckte mich nur freundlich an. Wo ist denn Ihr Bruder? Ich sage das jetzt scheißegal, die Heizung ist kaputt. Und was machte der, dieser Schlaukopf, dieser Zwanjak? Er guckte die beiden älteren Damen an, die da so standen, und meinte zu mir, ja, Herr Steffek, eins verstehe ich nicht. Wie kann Ihnen kalt sein, in Gegenwart von 2 so entzückenden Damen? Ja, Leute, und das war wieder deutsch gedacht von mir. Denn das wirkte, das hätten Sie mal sehen sollen. Die eine, oh! Der Schaffner sah sofort, die habe ich in der Tasche, der lief noch so raus. Tschüss! Ich dachte echt, jetzt. Und dann bin ich zu der hingegangen und habe gesagt: Entschuldigung, glauben Sie wirklich, dass jetzt hier im Speisewagen wärmer ist? Da guckte die mich an wie so ein. Ja, also wie so ein Deutschen und sagte zu mir nur: ja, nein!
Steffek! Trümmer! Ja, dieses Wort, das muss ich jetzt auch noch Ihnen ganz kurz erzählen. Ein tolles Wort, das sie da benutzt hat. Ein Schlüsselwort der polnischen Realität. Trudno. Dieses Wort bedeutet wörtlich schwierig. Trudno. Sagen Sie nicht Trudno, sondern Trudno. Ja. Das ist, dann wirkt das auch. Denn dieses Wort benutzt man im Sinne von Celavi. Ja. Kann man nichts dran ändern. Ist so. Es ist das Grundwort des polnischen Fatalismus. Polen sind Fatalisten, obwohl sie sich selber mehr für Pessimisten halten. Es ist so ein beliebtes Klischee. Ja, wir Polen sind alle Pessimisten. Da gibt es viele Witze drüber. Einer geht zum Beispiel so: Was ist der Unterschied zwischen einem polnischen Optimisten und Pessimisten? Der Optimist sagt: Liebe Leute, es hat alles keinen Sinn. Was auch immer wir tun und machen, morgen kommen sowieso die Russen und deportieren uns nach Sibirien. Daraufhin sagt der Pessimist: Was redest du doch wieder für einen Quatsch? Deportieren? Zu Fuß müssen wir laufen. Ja, das ist die Theorie. Aber ich bin der Meinung, das ist nicht die Wahre, es ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn das wirklich so schlimm wäre mit diesem Pessimismus, dann hätte diese Nation nicht 1000 Jahre durchgehalten. Links, wir, rechts, die anderen, ja. Trudno. Ich bin auch der Erfinder übrigens der Trudno-Therapie in Deutschland. Das habe ich erfunden. Das ist eine neue Form der Problembewältigung. Ich habe also zum Beispiel Aktien und das letzte Jahr war hart. Wenn man dann abends nach Hause kommt von einem Auftritt und die Aktienkurse wieder 30% runter, dann habe ich früher also direkt also mich aus dem Fenster gehängt. Heute gehe ich einfach nur dreimal, wenn Sie die Hand mal kurz aufs Zwerchfell legen und dann dreimal. Ja. Können wir das mal ganz kurz üben? Achtung, 1, 2, 3. Ey, super. Die meisten machen nur so, oh, Trudno. Nein, sehr gut, Sie haben das wirklich, die Stimme muss, also, wenn Sie das dreimal machen, spüren Sie auch hier, ist es besser. Aber, ne, ist meine Idee.